Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension bei mir auf dem Kanal mit den Lego Sets zu dem neuen Thema Hidden Side. Ich konnte es nicht lassen, ich habe doch noch mal ein wenig nachgelegt. Ich habe mir noch mal zwei Sets besorgt und eins davon ist der Spezialbus Geisterschrecke 3000 mit der Setnummer 70423 mit 689 Bauteilen. Mit dabei 5 Minifiguren plus 1. Ja, plus 1, das ist wieder mal Spencer. Angedacht seitens Lego ist das Set für die Alterszielgruppe 8+ und es hat einen UVP von 59,99. Obendrauf sind natürlich auch wieder die Figuren, die Charaktere abgebildet, auf die ich natürlich nachher auch wieder einzeln eingehen werde. Hinten drauf wird nochmal ein bisschen erklärt, dass man eine App dazu nutzen kann, nicht muss. Ich habe jetzt die App mittlerweile auch mal ausprobiert. Dazu komme ich aber dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal extra außerhalb von einem Review einer Rezension zu den Sets. Ja, zumindest ist hinten noch so ein bisschen was drauf zu sehen. Da ist eine, ja, wie so eine Klokabine mit dabei. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Und vorne, wie bei den deutschen Packungen üblich, sind keine detaillierten Angaben auf der Packung. Ja, gut. Hinten, wie gesagt, ganz, ganz viel nochmal zu der App, die ja großartig beworben wird. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich denn dieses Set, ich habe es jetzt noch nicht im Original gesehen, denn machen wird. Von den anderen beiden Sets war ich ja sehr angetan. Vor allem, wie so viele andere auch, habe ich mir das Set geholt, weil sie eben, oder die beiden Sets geholt, weil die beiden eben sehr gut auch zum alten Angelladen passen. Farblich und auch natürlich vom Thema her, der Garnelenkutter und die Garnelenhütte, der kleine Fischimbiss. Aber die beiden Sets habe ich ja vor einiger Zeit hier schon mal vorgestellt. So. Ich knubbel hier mal ein bisschen die Verpackung auf. So. Und schütte mal raus, was in der Packung drin ist. Das war's dann schon. So, wir haben hier 5, wie es aussieht, Baugruppen. Kurz ins Bild gehalten, die Baugruppe 1. Da ist dieses, ja, weiß nicht, Klohäuschen mit dabei. Erinnert mich auch dann so ein bisschen, so wie es auf der Packung aussah. Na, komm ich später zu, hoffe ich. Day of the Tentacle, sage ich nur. Ganz viel Gelb, ist auch ein gelber Bus. In Baugruppe 2, in Baugruppe Nummer 3. Noch mehr Gelb und Fenster. Ja, es sind leider auch wieder die Klappfenster, die wir auch schon beim Hogwarts Express hatten, beim Bus, beim fahrenden Ritter. Meine ähnliche beiden, ein bisschen anders von der Größe her. Also keine richtigen Zug- oder naja, Busfenster, leider. Und leider waren die Teile auch nicht bedruckt. So. Und hier nochmal ein bisschen Blau und da was Grünes und wieder diese Auslösersteine. Das sind diese gelbfarbenen, wo das Gelb nicht wirklich gelb ist, aber das Hellblau, Pink und Gelb. So, dann haben wir hier die Bauanleitung. Da ist sie gebunden, da mache ich sie auch auf. Dann rutscht sie hoffentlich besser aus der Verpackung. So. Damit und etwas aufgeladenes Zeug. So, ein paar Aufkleber sind natürlich mit dabei, dazu komme ich gleich noch. Dann diese Tüte, wo die Anleitung nachher wieder reinkommt, packen wir an die Seite. So, wir haben es wie im Hidden Side Style bislang auch bekannt mit Klebebindung. Sieht immer ganz schick aus, aber die Blätter lösen sich dann auch leicht mal. Man darf sie also dann nicht so überfalten und dann knicken, dann kann es passieren, dass die Blätter eben rausfallen. Aber ansonsten schön gemacht mit dem etwas festeren Papier außen. Und innen sind erstmal natürlich wieder die Baugruppen erklärt. Dieses komische blaue Etwas. Es ist ein Klo. Okay, es ist ein Dixie-Klo. Alles klar. Der Bus wird gebaut, der Bus wird weitergebaut und wird immer größer. Ups. Dann noch ein bisschen was man in den Bus noch reinschieben kann. Und damit mit dem Bus sind wir dann durch auf, und mit der ganzen Anleitung auf Seite 132. So soll das ganze Objekt dann fertig aussehen. Das kommt man ja schon erahnen auf der Packung oder auf den Produktebildern auf der Lego-Seite oder auch auf anderen Seiten, wo die Bilder zu sehen sind. 145 Bauschritte, wenn nicht wieder irgendwas bei 1 mittendrin anfängt, was ja Lego in letzter Zeit doch mal macht.
Natürlich wieder Erklärung zur App oder ein Hinweis darauf, dass es auch eine App gibt. Und dann nochmal zwei Seiten mit Bauteilen. Dann haben wir die Aufkleber. Den Stickerbogen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, was für eine schöne Zahl. Habe ich nicht verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sticker. Auch ganz interessante Sticker dabei. Ja, mit so einem Baustellending da und nicht europäisch, ne? Mit einem gelben Hintergrund, ganz klar. Dann haben wir hier, obwohl könnte es skandinavisch sein. Dann hier so ein Robo, der da irgendwie durchs Bild läuft. Wie so ein kleines Plakat. Wenn ich dann denke, mache ich davon natürlich noch detaillierte Aufnahmen. Und da noch auch was anderes. Achso, das ist hier so ein Geister, wo die Geister sind. Alles da und da in der Mitte ist einer gefangen. Sieht aus wie bei Pac-Man. Ja, dann fange ich mal an, das Set zu bauen. Und wenn ich mit dem Bauen durch bin, geht es hier natürlich gleich im Anschluss weiter. Ohne Bauen natürlich, wie immer. Und dann starte ich gleich erst wieder mit den Minifiguren. Und zu denen gehören natürlich wieder die beiden Hauptprotagonisten Parker und Jack. Parker hat hier ein sehr breites Grinsen. Das ist jetzt der dritte Minifigurenkopf oder die dritte Variante, die ich jetzt zumindest von dem Kopf habe. Der Torso und die Beine waren ja auch schon bei einem anderen Set mit dabei. Einmal kann sie breit grinsen und einmal genauso breit, fast oder tief dann erschrocken gucken. Auf der Rückseite sieht der Print aus wie eben auch bei der Garnelenhütte mit ein paar Nieten, ein paar Patches und sie trägt natürlich auch wieder ihr pinkfarbenes Smartphone bei sich. Jack kommt diesmal nicht in weiß, sondern in rot, hat aber seinen Hoodie unter seiner Jacke, unter seiner College-Jacke verborgen, deswegen auch wieder die große weiße Kapuze. Jack hat das gleiche Gesicht wie auch schon, ich meine jetzt beim Garnelenkutter. Und auf der Rückseite hat er nämlich auch dieses erschrocken schreiende Gesicht. Er kommt natürlich auch wieder mit seinem Smartphone daher. Die Hose ist die gleiche wie bei den anderen beiden Sets auch. Und auf der Rückseite von der College-Jacke sind zumindest so ein paar Details noch aufgedruckt. Dann zum ersten Mal in meinen heimischen vier Wänden JB, die Wissenschaftlerin, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Den Druck auf dem Oberteil finde ich also sehr schön detailliert. Unten noch so ein kleines Anhängsel mit einem Ausweis. Die blauen Minifigurenhände, die wohl dann Handschuhe darstellen sollen, finde ich auch sehr cool. Die Haare, die Frisur mit der Brille sieht nett aus. Ja, hier grinst sie noch sehr stark und auf der anderen Seite ist er etwas verkniffen und sehr beschmutzt. Da ist so irgendwas schiefgelaufen, dass ihr irgendein Schmuddelkram ins Gesicht geflogen ist. Dazu kommen wir später. Es könnte nämlich auch was ganz, ganz Unangenehmes sein. Und auf der Rückseite des Torsos sind nochmal ein paar, Werkzeuge oder irgendwas in so einem Werkzeuggürtel mit aufgedruckt. Ein Fernglas könnte das sein. Und JB kommt nicht mit einem normalen Smartphone. Nein, sie hat eine, so ein Geistfanggerät mit Smartphone, Bildschirm mit dabei, wo dann auf dem Display auch ein Geist abgebildet ist. Die anderen beiden Minifiguren sind wohl Bauarbeiter, die an der Straße etwas machen, denn da ist auch ein bisschen anderes Zubehör dabei. Und da haben wir einmal eine Dame, den Print auf dem Oberteil finde ich also sehr cool. Die Beine sind mit bedruckt, mit diesen Schmutzflecken. Sie selber sieht auch nicht mehr ganz so sauber aus. Da ist wohl auch schon einiges. Wahrscheinlich eine Abwasserleitung explodiert auf der anderen Seite des Gesichtes. Guckt sie dann etwas sauber, aber dafür etwas mürrisch rein. Und auf der Rückseite sind noch ein paar Utensilien in ihrem Gürtel verstaut. Ein Funkgerät, aber alles natürlich nur aufgedruckt. Und die Streifen, diese silbernen oder silbergrauen Streifen, die reflektieren auch so ein bisschen. Das ist also auch wieder so ein silberfarbener Druck. Und sie trägt eigentlich einen Pressdufthammer mit bei sich. Allerdings, wenn sie denn dann von einem Geist übernommen wird oder ein Geist in sie fährt, dann wird sie sich verwandeln. Und zwar bekommt sie dann ein typisches Geister-Dämonen-Gesicht mit dem typischen Haarteil dazu, was auch wieder sehr interessant aussieht. Und dann läuft sie eben mit einer mit dieser grünen Spitzhacke kann sie dann eben in Newbury etwas Unruhe stiften. Und ihr Kollege, ihr bärtiger Kollege, der sieht also momentan noch sehr lässig aus mit seinem Helm. Er hat auch bloß das eine Gesicht, weil bei den Helmen, da ist ja im Hinterkopf nichts und da würde man ein zweites Gesicht ja auch sehen. Momentan ist er ja noch in einem menschlichen Zustand, da würde ein zweites Gesicht auf dem Hinterkopf doch etwas für Verwirrung sorgen. Das Oberteil ist ein anderes als bei seiner Kollegin. Er hat irgendwie auch so ein Motto-Shirt oder ein Tribal oder irgendwas. Ein Drache würde ich immer eher sagen. Die Hose ist die gleiche wie bei seiner Kollegin.
Einheitslook, wahrscheinlich Carhartt, denke ich mal. Und auf der Rückseite, da ist nur so ein, weiß auch nicht, ob das ein Flicken ist oder ein Namensschild oder Kleidergröße, ein Zettel, der an der Weste noch dran hängt. Das kann jeder jetzt für sich selbst entscheiden, was das wohl sein soll. Und er kann natürlich auch besessen sein, indem er dann noch einen anderen Bart umgelegt bekommt, einen anderen Kopf aufgesetzt bekommt, den Helm natürlich wieder drauf. Und dann auf der Rückseite kann man hier auch mal sehen, sonst wird es immer von den Haaren verdeckt, dass auf diesen Dämonen-Geisterköpfen dann hinten auch noch mal so ein paar bedruckte Stellen zu sehen sind. Ja, und anstatt seiner Schaufel trägt er jetzt eben zwei Expressbohrer in der Hand. Man kann natürlich auch so deuten, dass die Dinger halt aus seinen Armen wachsen. Also ich finde, Geister hat das nicht mehr so viel zu tun. Das sind echt dann schon dämonische Auswirkungen, wenn man sich denn dann so verwandelt, dass die Hände eben zu solchen Extremwerkzeugen mutieren. Dann kommen wir mal zum Zubehör. Mein zweiter, glaube ich, in Türkis. Top. Dann habe ich hier noch so zwei braune Fliesen mit dabei, zwei braune Rundfliesen, die haben eine besondere Bedeutung. Wir haben dann das kleine Klohäuschen mit dabei, ein Baustellenschild und zwei Pylonen. Die sind sehr groß, also bei den Speed Champions, da waren die ja immer aus diesen 1x1er Kegeln gemacht. Hier sind es eben die von der Grundfläche, die 2x2er. Fand ich zuerst recht groß, aber sie haben auch eine gewisse Bewandtnis. Ich überlege gerade, ob ich die Toilette zum Schluss dran nehme, weil das Ding fand ich eigentlich... Das, als Gadget fand ich das Ding, diese Toilette, noch cooler als den ganzen Bus. Also der Bus ist auch cool, er hat auch viele Funktionen und sowas, aber ich komme zum Klo. Okay. Nein, ich komme nicht zum Klo. Ich packe das Klo erstmal an die Seite. Weil das Klo, das ist, ich finde das Klo den Hammer. Also die Funktion, die dabei ist, hat mich schon sehr erstaunt. Okay, erstmal der Bus. Bams. Der Geisterschreck 3000, der Spezialbus Geisterschreck 3000, wie er komplett im Deutschen heißt, finde ich also sehr cool. Allerdings, dass der Unterschied hier, okay, er ist hinten aufgebockt, er ist ein bisschen gepimpt. Hätte mir aber auch zu Genüge getan, wenn halt die kleinen Räder auch vorne gewesen wären, hinten gewesen wären. Aber gut, das kann man ja später immer noch umbauen. Ich werde ihn wahrscheinlich sowieso ein bisschen umbauen, weil ich den für ein kleines Display auch noch mit einsetzen möchte. Und da soll er nicht ganz so geisterschreckmäßig aussehen, sondern mehr eigentlich wie ein normaler, abgerockter Schulbus. Aber kommen wir erstmal zum Geisterschreck, denn darum geht es. Vorne haben wir einen Kuhfänger, dann haben wir hier vorne noch zwei Stat-Shooter mit verbaut, die ich jetzt nicht betätigen werde, weil ich habe keine Lust, dann diese Dinger zu suchen. Aber da müsste eigentlich jeder, ne, man drückt hier oben drauf und dann fliegen diese Dinger weg. Beleuchtung, normale Beleuchtung, hier noch ein fetter Zusatz. Scheinwerfer, die Spiegel sind interessant gelöst. Das sind diese Farbrollenhalter, wo dann die Spiegel dann geklippt sind. Dann haben wir vorne noch die Scheibe. Das sind also zwei Einzelelemente, die dann zusammengesetzt sind und nebeneinander gesteckt. Dadurch kommt dann halt diese große Frontscheibe zustande. Ich dachte zuerst so, na, das ist vielleicht doch ein bisschen zu improvisiert. Aber mit so einer Mittelstrebe, die jetzt dadurch angedeutet wird, finde ich das auch nicht so verkehrt. Seitlich kann man auf der Seite zumindest schon mal sehen, dass wir da keine richtige Tür haben, sondern eine ganz normale Haustür oder so eine Glastür, dass da Lego vielleicht mal wieder nachlegen sollte oder die großen schönen Bus- oder Zugtüren da mal wieder verwenden sollte. Ist dann auch nur ein Teil. Ne? Braucht noch nicht mal Fenster drin sein. So und einfach bloß dann die Aussparung vom Fenster und keine Scheibe drin. Und es wäre bloß ein Kunststoffteil und hier sind es ja zwei, die verbaut werden müssen. Und man muss noch den Handgriff mit ansetzen. Aber okay. Dann haben wir die Fenster, die auch die ganz normalen Fenster zum Aufklappen sind, die leider auch nicht bedruckt sind. Dann muss ich mal kurz gucken. Dann haben wir hier schon mal hier unten sitzen zwei Aufkleber. Wir haben auch ein paar bedruckte Teile mit dabei. Dann haben wir hier einen Teil zum Aufklappen. Da ist nochmal, jetzt muss ich mal gucken, welche Seite das ist. Ah, da ist auch so ein Geisterfang-Scan-Bums-Gerät dabei. Hier sind nochmal grüne Elemente schon mal zu sehen. Auf der anderen Seite sind nämlich dann, wenn man es aufklappt, irgendwie rote Elemente zu sehen. Ob das dann nachher wieder was mit der App zu tun hat, das sehen wir dann, wenn es mal mit der App dann soweit sein sollte. Dann gehen wir erstmal nach hinten. Hinten eine fette Auspuffanlage. Doppelendrohr mit den Fässern, finde ich also auch sehr nett. Hier auch mal wieder die Fässer zu haben. Gut, bei der Saturn, da waren es halt diese Waschbottiche, die verbaut waren als Triebwerke. Und hier sind es halt die kleinen Fässer, die genutzt wurden, aber hinten auch schon, man sieht halt, es glüht hinten schon ein wenig orange in den Rohren. Hier hinten ist kein Fenster drin, es hat eine Bewandtnis, weil da ist nämlich
braucht man so quasi als Grifffunktion, zeige ich aber gleich noch. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen Leiter, um aufs Dach zu kommen, um halt eben oben diese Elemente zu bedienen, ne, für die Figuren. Hier nochmal ein Teil zum Aufklappen, da ist nämlich dann das rote und das Teil sieht hier etwas anders aus, was da eingebaut ist, als auf der anderen Seite, die ich gerade schon gezeigt habe. So, hier ist kein, das fand ich auch nett, dass diese Gitterteile, diese kleinen Leitern oder Gittern, dann auch in die Fensterrahmen passen. Ne? Also gleich groß wie die Scheiben, eingeklickt. Und so hat man dann auf der Fahrerseite eben eine schöne Sicherung gegen das Angreifen von Angreifern quasi. Vorne das Teil kann man abnehmen. Da kann man auch ins Cockpit schauen. Da ist nochmal im Cockpit drin ein Aufkleber gesetzt. Das ist kein bedrucktes Teil, wenn ich mal oben bin. Diese runden Dinger, das sind Prints. Ne? Die runden 2x2er Fliesen, die sind zum Beispiel bedruckt. Dann haben wir, an der Toilette sind noch bedruckte Teile, komme ich aber später noch zu. Hier oben, das Teil, das kann man zwar drehen, so, aber da passiert soweit nichts. Man muss hier hinten kurbeln und dann stellt sich das Ding hier von grün eben auf rot. Da haben wir wieder so einen Auslösemechanismus für irgendwas, was da mit der App zu tun hat. Und wenn man hier oben diese Radarschüssel dreht, die man auch so ein bisschen noch kippen kann, dann haben wir natürlich wieder grau als neutraler Stein. So, und da dreht man dann noch das Rot hin, man dreht das Blau hin und das Gelb hin, je nachdem, was die App jetzt gerade von uns fordert. So. Hinten im Bereich kann man nicht öffnen. Ich muss das Ding erstmal wieder reinsetzen. Hinten die Teile kann man schon hochnehmen, aber die sind halt mit sehr, sehr vielen Noppen befestigt, also auch nicht zum Öffnen angedacht. Aber, deswegen meinte ich, man kann hier hinten das Fenster greifen, da ist keine Scheibe drin, um nämlich diesen ganzen Bereich rauszuziehen. Der hakt sich dann ein bisschen fest und dadurch rutscht der beim Spielen auch nicht raus. Man kann also das Ding auch richtig so über Hügel fahren lassen, quasi von Hand, ohne dass das Ding hier hinten rausrutscht. Und dann haben wir noch eine Cola-Dose, da ist noch ein bedrucktes Teil. Wir haben ein Mikroskop, hier ein Notebook, das typische Lego-Notebook, wo dann auch ein Aufkleber drin ist vom Display. Wir haben eine Pritsche, wo wir dann jemanden zum Ausruhen halt hinlegen können. Moment. Verzeihung. Ey, so. Und hier sind nochmal so zwei Monitore. Das sind allerdings Aufkleber. Die Tastatur hier unten, die Computertastatur, das ist dann allerdings ein Druck. Das ist auch sehr schön. Ja, das sind die Teile, die jetzt hier nochmal drin sind. Und das Ding schiebt man da einfach nur wieder rein. Zack. Und es ist wieder im Geisterschrecke 3000 verstaut. So, dann kommen wir zur Toilette. Sieht erstmal auf den ersten Blick aus wie ein Dixie-Klo. Und hier ist ein Scheibenshooter drin. Ein Disc-Shooter. Die Tür kann man öffnen. Natürlich keine Glastür, wäre ja auch doof auf dem Dixie. Und ja, da drin steckt da noch, oder steht noch neben dem Klo eine malvenfarbige Klopapierrolle. Grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, dass auch ein Dixie-Klo so eingerichtet sein kann. Und natürlich in der Mitte dann die Sprengschüssel. Wenn man das Ganze zumacht, jetzt gibt es die Funktion, das Ganze, wir haben hier dazu noch das Baustellenschild, genau. Ein kleines Teil. Und das kann man dann quasi da unterklippen. Ich weiß noch nicht, wie die Geister das bewerkstelligen, aber es ist halt so, dass das nämlich dann das Dixie-Klo springt auf das Schild, ihm wachsen dann die Pylonenfüße. So, man kann die auch so ein bisschen außen hinstellen. Dann klappen dem Teil die Augen hoch. Das sind auch bedruckte Teile. Rip. Und, Moment, ich muss mal kurz, zack. Ich muss mal kurz hier die, ich nehme mal die Schaufel. So. Die Augen hoch. Wenn man dann die Tür öffnet, dann ist eben das Dixie-Klo mutiert. Es gab da mal so einen Spruch, das stand früher immer so in Mensa-Toilettenwänden, irgendwie so auf diesem Klo wohnt ein Geist, der jedem in die beißt. Mich hat er noch nicht gebissen, weil ich ihm auf den Kopf und so. Ne? Erinnert mich so ein bisschen daran. Also da war ich schon erstaunt, dass das von Lego rauskommt, so ein beißendes Klo. Aber das war noch nicht alles. Man checkt nämlich diese Platten hinten rein. So, ich will die jetzt nicht rausschießen. Ich mache mal eben kurz die Tür zu, schieße die Platte ab. Und jetzt ist wahrscheinlich doch das Licht auf dem Klo.
Also man verschießt quasi mit dieser Toilette, verschießt man Kotfladen. Habe ich jetzt auch noch nicht bewusst in einem Lego-Set miterlebt, dass man da mit Scheiße um sie schmeißt. Also fand ich schon, ja, interessant. Muss ich schon sagen. Gut, manche werden sagen, warum hat er das ganze Ding, dieses Klo, Klowitz, nach hinten geschoben. Also ich fand das, also zum Gegensatz zu dem Bus, fand ich so ein fladenverschießende Toilette jetzt in Bezug zu Lego schon gut. Garnelenhütte mit dem Steg und der Luke, wo man halt dann eine Figur reinschmeißen kann, die dann zermalmen kann, den Steg auseinanderzieht und dann läuft halt diese Ketchupbahn dann eben zum Diner. War schon eine gewisse Sache. Also es reizt mich jetzt doch schon, auch noch mehr Sets irgendwie davon zu besorgen. Auch den Zug, der hat mich jetzt wirklich nicht so gereizt. Also ich bin zwar, finde Züge toll, ich hatte früher eine tolle Modelleisenbahn. Steht alles eingepackt auf dem Boden, okay. Aber dieser Zug, diese Art des Zuges sagt mir jetzt nicht so sonderlich zu. Und, also mit so kleinen Waggons dahinter, ich bin mehr so für die Doppelachsdinger, ne, für die großen. Und halt noch die Schule, ja, ist natürlich halt so ein Kostending, obwohl es mit Rabatten. Aber es reizt mich, wie gesagt, noch rauszufinden, was denn bei den anderen Sachen noch dabei ist. Also ich spoilere mich jetzt ungern, bevor ich hier einen Beitrag drehe mit irgendwelchen Dingen. Und auch nicht, um jetzt irgendwie andere Meinung halt dann anzueignen. Aber ja, wie gesagt, es reizt mich. Vielleicht müssen wir die Produktbilder nochmal angucken. Also ein kleines Set, muss ich sagen, habe ich mir noch geholt. Als Erweiterung zu einem anderen kleinen Set. Und die habe ich jetzt noch gar nicht umgebaut wieder. So, den packe ich jetzt nochmal daneben. So. Dann das ganze Zubehör dazu. Naja, zumindest, und das ganze andere Kram. Gut, das stelle ich dann noch später nochmal hin. Zumindest halt mal gucken. Also ein kleines Set, wie gesagt, kommt noch. Und da könnt ihr sicherlich auch schon denken, was es ist. Eins Erweiterung zu einem anderen kleinen Set. Ja, ich finde den Bus cool, auch wenn ich jetzt natürlich dann den jetzt nicht so bespielen werde, wie er ist. Ich werde ihn mir ein bisschen umbauen, ein bisschen normaler vielleicht gestalten. Aber Dixie-Klo in der City kann man auch mal gebrauchen. Ob man jetzt unbedingt ein dämonisiertes oder begeistertes Scheißhaus, was ist ja Kotfladen, ne? Wollte ich nur sagen, in der City stehen hat. Gut, ist ja auch mal was Neues. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Zu meiner Kindheit mit den Eisenbahnen, da kamen ja auch so die ersten Brennenhäuser und Blaulicht und Prostituierte, die man dann daneben stellen konnte und sowas. Es wird ja alles anders. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie Prostituierte bei Lego haben möchte. Also davon mal ganz ab. Aber das Ding fand ich dann doch schon etwas überraschend. In dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmal fürs Reinschalten, fürs dabei sein und würde mich freuen, dass ich mal wieder den Spencer vergessen habe, davon zu stellen. So, der gehört natürlich wieder zu. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und...